Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu unserem, ja, in unserem kleinen Reich, möchte ich schon fast sagen. Weil wir sind ja eigentlich ganz gut ausgestattet tatsächlich. Das Einzige, was wir noch nicht gebaut haben, ist eigentlich ein Krankenhaus, ne? Und ein Brunnen. Aber sonst, wir haben schon ziemlich viel. Wir haben auch hier, sieht noch alles gut aus, was es angeht. Ja gut, Klamotten sind vielleicht ein bisschen wenig, ne? Das mag wohl stimmen. Also die arbeiten ja gar nicht. Ach, blöd. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Tatsächlich, da müssen wir echt mal glotzen. So, okay, die 5 Häuser. Ach, guck mal, da steht ja schon fast. Das ist ja sehr wunder, sehr wunderbärchen. Eigentlich konnten auch ein paar ausziehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sag mal. Student und 18. Der wird bald ausziehen wahrscheinlich. Oder habe ich da schief geguckt oder so? Oder was ist los? Warum stehen die ganzen Hütten jetzt leer? Warum speichert das gerade? Nö, okay, sind jetzt überall welche drin. Okay, habe ich doch nicht schief geguckt. Oh, wir haben unter 10.000 Essen wieder. Das ist natürlich... Oh, es ist übrigens Early Spring. Entschuldigung. Das hätte ich jetzt fast wieder vergeigt. Vergeigert. Vergeigerhausen nicht. Weiß er auch nicht. Nur 24. Damit haben wir die ganzen Felder. Die Bauarbeiter ziehen hier die Hütten noch hoch. Das ist gut. Ich habe jetzt übrigens auch einen Energy-Drink geholt während der Aufnahmepause. Weil ich eigentlich schon vor knapp 40 Minuten aufmachen, aber. Naja, so warte. So, kurz das Mikro noch ein bisschen weiter runtergezogen. Handy, meine Fresse. Ey, immer in der Aufnahme. Weißt du, den ganzen Tag gibt das Handy keinen beschissenen Ton von sich. Aber in der Aufnahme fängt es wieder an, ey. Vibriert das wieder rum, weißt du? Wie so ein Presslufthammer einfach nur. So. Okay, ihr baut die Hütten fertig. Da wird wahrscheinlich auch gleich einer einziehen. Wir können nur langsam Steinhütten bauen, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Die könnten wir theoretisch schon hochziehen. Okay, da werden auch bald welche einziehen. Das ist gar kein Problem. Da natürlich, Katze, pass doch auf. Fummel. Hör auf, an dem Kabel rumzufummeln, Katze. Lass es. Wenn du das kaputt machst, ich schwöre, das ist das Headset, ey. Nimm die Finger weg jetzt. Entschuldigung. Meine Güte, ey. Fummelt die da die ganze Zeit an dem Kabel rum. Meine Güte. So. Okay, die Cards stehen auch. Die haben wir auch in der letzten Folge alles hingesetzt, ne? Alles klar soweit. Ja, hier unten haben wir noch gesagt, ne? Dass hier noch Steine, alles von dieser Halbinsel oder wie man das nennen soll, alles runtergeprügelt wird bis zum letzten Krümel. Scheißegal, wir brauchen das Zeug in den Lagern. Ja, und Nahrung brauchen wir wieder, Freunde. Nahrung brauchen wir wieder. Ganz wichtig. So, 4 Schafe. 25 von 25 Hühnern. Der hat da gerade wieder eins geschlachtet. Das habe ich genau gesehen. Wir müssen also dringend auch noch einen Pestjob bauen. Wir müssen auch noch einen Pestjob bauen für die Kühe, die dann bald mal kommen werden. Ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das alles hinkriegen hier. Weil die Pestjobs, die sollten ja hier drüben hin. Guck mal, hier hatten wir zum Beispiel eine schöne große Fläche dafür. Ist aber vielleicht auch ein bisschen zu weit weg wieder, weißt du? Vielleicht mal gucken, wie wir das machen. Wie groß sind die? Ich glaube 10x15 waren die, ne? Waren die 10x15? 10x15 waren sie tatsächlich. Okay, da können wir eigentlich zur Not hier erstmal einen hinstellen. Dass wir einfach hier erstmal einen hinstellen, dass wir erstmal überhaupt irgendwas haben. Da müssen wir eigentlich gleich 2 machen, wenn wir ehrlich sind. Da müssen wir eigentlich gleich 2 machen, dass wir noch in einen noch mehr Hühner reinkriegen, ne? Dass wir dann insgesamt 50 Hühner rankriegen. Das wäre wahrscheinlich schon ganz sinnvoll. Okay, Felder starten alle soweit. Alles super, das freut mich. Die werden wahrscheinlich die erste Zeit nicht so viel bringen. Ja, da bleibt zu hoffen, dass sich das in der nächsten Zeit ändert. Ich habe ja gerade eine Tasse entdeckt, aber die ist so stumm. Ja, ist auch nicht so geil. Weil ich gerade überlege, ob ich den Energy Drink in ein Glas oder sowas umfülle. Aber das ist halt so eine halbe Liter Dose, weißt du? Die kannst du nicht eben mal so in so ein... Ja, da hast du nicht einfach mal so einen Becher für. Nein, Katze, es geht jetzt nicht. Es geht jetzt nicht auf den Schreibtisch, Mädchen. Hör mal. Aber was ist denn los heute? Geh bitte. Es tut mir sehr leid, aber bitte. Es tut mir wirklich leid. Liebe Tierfreunde, das ist keine Tierquälerei. Es ist einfach nur, ich kann die jetzt nicht gebrauchen, dass sie mir auf dem Schreibtisch rumlatscht.
Am besten auf der Tastatur. Wird die Aufnahme abgebrochen, weil sie wieder auf die richtige Taste kommt. Kennt die doch. So, ich füge gerade meinen Energy Drink kurz um. Moment. Wir können dabei. Oh, guck mal. Oh. Das Holz ist ja schon da. Was ist denn da los? Im Hintergrund Blubbergeräusche. Ach, guck mal. Das ist sogar gleich die Tasse, wo der Halbleiter sogar reinpasst. Das ist natürlich super. So, ich kann mich auch schön hier hinstellen. Die war jetzt ein bisschen staubig, aber das geht schon. So, da ist das Holz auch ver... Was ist denn los, ey? Das Holz ist ja sofort da. Das ist ja Wahnsinn. Wenn die Lobby was hangen, so gut, so schnell gewesen wären, ey. Wirklich. 24 von 44 Gräbern mittlerweile. 86 Einwohner. Es werden also... Jetzt randaliert die Katze im Wohnzimmer. Na ja, super. Die hat den ganzen Tag gepennt, die hat jetzt Energie. Die werde ich nach der Folge gleich mal wieder durch die Wohnung schieben müssen. Also durch die Wohnung schieben, ne? Also, ne? Keine Tierquälerei, liebe Tierfreunde. Keine Sorge. Einfach nur Beschäftigung. Weißt du? Dass ich die da mal durch die Wohnung schiebe halt, ne? Dass ich mich mit der beschäftige, dass ich mich mit der ein bisschen spiele. Dass ich die auspower. Weil sonst macht die wieder die ganze Nacht Randale. 25 von 44 Gräbern, immer noch 86 Mitglieder. Einer ist gestorben, sofort wieder einer geboren. Oder andersrum. Super. Pro Kirche gehen übrigens maximal 200 Mitglieder. Das heißt, wenn wir 200 Mitglieder haben, sollten wir schon mal eine neue gebaut haben. Eine neue Kirche. Auch, ich weiß nicht, ob wir zu 200 Einwohnern kommen werden. Ich kann da leider nichts versprechen, aber wir versuchen natürlich unser Bestes. Das ist natürlich ganz klar. Ja. Ne? Ist klar. Gut. Müssen wir einfach mal glotzen. Und ansonsten, warum habe ich jetzt hier hingezoomt? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es fürs Thumbnail, Entschuldigung. hier wird schon gebaut, soweit. Das fände ich ganz toll. Ja, hier wird schon gebaut. Sehr gut, Freunde, sehr gut. Das gefällt mir. So soll das nämlich sein. Wenn die in Lobby was sagen, damals so schnell gewesen wären, wären sie nicht allesamt verreckt. So. Wollte ich mal gesagt haben. Jetzt muss ich meine Energy Drink Dosen stapeln, weil es mittlerweile die 6 ist, die hier rumsteht. Die 5, Entschuldigung. Ich habe tatsächlich eine irgendwann mal weggeräumt, glaube ich. Weil sie zu sehr im Weg stand. Es ist furchtbar. Ich habe einen Energy Drink verbraucht, ey. Es ist furchtbar. Wirklich. Das Schlimme ist, wir haben letztens eine ganze Palette mitgenommen. Das waren 30 Stück, glaube ich. Und noch 6 zusätzlich, also 6 andere noch. Also die eine Palette war alles der gleiche. Ne? Alles ist alles Monster Energy The Doctor. Von und mit Valentino Rossi. Und 6 irgendwelche anderen, keine Ahnung. Und ich habe noch eine halbe, ein bisschen weniger als eine halbe Palette ist noch da. Furchtbar. Ja, es ist furchtbar. Dieser Energy-Trinkverbrauch ist Wahnsinn. Ja, Freunde, ihr müsst mit dem Ding bald mal fertig werden, ne? Der Kuhmann kommt wahrscheinlich gleich um die Ecke gebogen. Und dann, wäre schön, wenn das fertig wäre dann. Ja, das wird schon funktionieren, denke ich. Das wird schon funktionieren. 4 von 9 immer noch. Und hier sind es immer noch 25 von 25. Hier werden aber wieder fleißig welche geschlachtet. Bock, bock, bock. Es sind ganz schön viele, ne? Es sind dann doch relativ viele, muss man sagen. Das Ding ist fast voll, das ist natürlich super. Feuerholz, Eisen, Loks, also Holz und Stein. Alles klar, super. Hier oben, ja, 2 Drittel, Hälfte, eigentlich leer, aber macht ja nichts. So, Freunde, macht mal hin da. Ich will nämlich noch mehr Hühner haben. Dass wir das splitten, dass bei dem einen halt 12 sind, bei dem anderen 13 und dass es dann insgesamt 50 werden, das wäre super. Ja. Ne? Dass wir einfach 50 haben, das bedeutet doppelt so viele Eier und doppelt so viel Hühnchenfleisch im Endeffekt. Gut, das Hühnchenfleisch lohnt sich jetzt eh nicht so, das sind 6 Fleisch pro Hühnchen. Das macht den Braten jetzt auch nicht unbedingt fett. Wenn wir mal ehrlich sind. Fleisch dürfen wir eigentlich generell gar keins mehr haben, oder? Doch, haben wir. Ach, auch wir haben noch 1000 Fleisch, okay. Ich habe nichts gesagt. Hier müssen wir die ganzen Steine aus dem Weg kommen, weil wir sonst keinen Weg hinbauen können, ne?
Achso, nee, das. Ach, ah, da, ja, das war wieder, weil die schon zum Abbau markiert waren, glaube ich. Ja. Alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. Ah, ich habe das System verstanden. Und dieses System ergibt sogar Sinn, meine Freunde. Es ergibt sogar Sinn. Das muss mal kurz weg, weil ich da eine Straße hinbauen möchte. Dass unsere Hauptstraße noch ein bisschen weiter geht. So, super. Okay. Was? Nein. Was denn? Guck mich nicht so schuldig an, ich war das nicht. Aber die Straße, da können wir sie auch gleich bis zu dem Fluss noch ausbauen. Ist scheißegal. Also Bach eigentlich eher. Weil Fluss ist jetzt was anderes. Kommt der Typ mit seinen... Nein, kommt er nicht. Okay. Mit seinen Kälbern. Mit seinen Rindern. Chickens. Da brauchen wir noch einen Fuzzi für, ne? Was heißt, wir jemand aus der Schule? Alter, es sind 17 Leute in der Schule. Wir müssen dringend eine zweite Schule bauen. Das wird so nix. Wo können wir jetzt einen wegtun, ey? Eigentlich nirgends, ne? Wir können warten, bis das Ding noch fertig wird hier langsam. Können wir die schon splitten jetzt? Können wir. Sehr gut. Perfekt. Das heißt, 12 von den Hühnchen müssen jetzt eigentlich darüber wandern. Jawohl, tun sie. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da müssen sie noch ein bisschen was für werkeln. Wir müssen noch die Zaunslatten fertig machen. Aber jetzt habe ich Druck auf dem Ohr. Moment. Ja, sehr gut, ist weg. Wenn man Druck auf dem Ohr hat, gähnen oder schlucken. Ne? Das funktioniert super. 25 von 44 Gräbern, 87 Mitglieder. Freunde, es wird langsam. Was ist denn los? 3 von 46? Naja, immerhin ist jetzt nicht so Bombe. Laufen die Hühner jetzt eigentlich schon irgendwo lang, sag mal? Oder sind die noch alle... Nö, also die sind auf jeden Fall schon irgendwo hin, irgendwo auf dem Weg. Ach, guck mal da. Oh, wie niedlich. Wie cool. Guck mal, die sind jetzt alle schön am Rumtipseln. Wie geil. Feier ich ja schon so ein bisschen. Die tipseln da jetzt alle ganz gemütlich zu dem Ding hin. Wie geil ist das denn? Ach, ich feier das. Schön. Die tipseln da jetzt alle ganz gemütlich hier durch den Wald, oder was? Traumhaft. Man sieht die gar nicht, ne? Irgendwie sieht man die gar nicht. Da tippt sich noch eins rum. Wo laufen die denn lang, sag mal? Läuft das jetzt über den Berg drüber? Nee. Läuft schon dran vorbei. Ach, die laufen alle noch. Ach so, der Zug hat quasi gerade erst angefangen. Ah, ich verstehe. Ja, jetzt sieht man die auch. Der Zug hat gerade erst angefangen. Alles klar. Ah, okay, sehr gut. Das heißt, zwei Bauarbeiter weg. Einen Hirten hier reingesetzt. Und da müssen wir noch warten, weil der macht was anderes. Da sollen ja dann die Rinder rein. Wenn unser Rinderlieferant bald mal auftaucht. Wir brauchen nicht ein bisschen Frischfleisch, mein Freund. Die Rehe werden langsam ein bisschen zäh. Entschuldigung. Und die Omas können wir auch schlecht schlachten. Das läuft so nicht. Da machen die Menschenrechtsorganisationen nicht mit. Entschuldigung. Okay, was können wir denn noch tun? Guck mal, der Baum ist groß geworden. Sehr schön. Damals doch so ein bisschen kleine Parkfläche, das freut mich. Ja, hier, da latschen jetzt die ganzen Hühner hin. Ach, guck mal. Oh, guck mal, die latschen ja wirklich jetzt alle hin. Ja, das ist ein Traum, ey. 86 Mitglieder, ist es wieder jemand gestorben. Und ist wieder, bisher noch nicht wieder. Ja, es sind 17 Studenten, wir müssen dringend eine neue Schule bauen. Ey. Scheiße, ey. Scheiße. Ja, wir brauchen eine zweite Schule. Und ein Krankenhaus können wir vielleicht auch bald mal bauen. Ich setze die Schule jetzt einfach mal dahin, ne? Ich glaube nicht, ist okay, denke ich. Warum sind das drei? Ach, da wachsen gerade Pilze, alles klar. Ah, die Ernte fängt wieder an. Sehr gut, da können wir nämlich, da können wir das Schulgebäude ja fast direkt fertigstellen. Wo bauen wir das Krankenhaus hin? Ich würde beide sagen, hier gleich neben die Stadthalle, ne?
gleich hier quasi. So, ich würde sagen, einfach gleich dahin, hä? Einfach gleich dahin geklatscht, fertig. Okay, den haben wir. Einen Marktplatz haben wir noch nicht, aber den brauchen wir eigentlich auch noch gar nicht. Bringt, macht überhaupt keinen Sinn im Moment. Okay. Der wird halt erst später Sinn machen, wenn dann wirklich, ne? Wenn dann hier alles Stadt ist und die Felder hier unten irgendwo sitzen, dann würde der bald mal Sinn machen. Dann würde der vielleicht Sinn machen, wenn man da einen Marktplatz hinstellt. Vorher eigentlich nicht so. Na schön. Geerntet wird, das ist super. Mal sehen, was da so an Ernte rauskommt. Es sind ja ziemlich viele Felder, die 7x10 groß sind. Also alle außer 1 eigentlich. Da werden wir einfach mal gucken, was die alle da so ergeben. Early Autumn, jetzt müssen sie anfangen mit Ernten. Die waren alle noch nicht ganz so weit, das macht aber nichts. Die waren ja fast so weit. Wie das aussieht. Fupp, 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 überall verschwindet das Zeug. Geil. Einfach nur geil. Schön. Finde ich toll. Ja, sehr gut. Ah, das packen die auch gleich in die Grossers Card rein. Ach, es passt doch mehr als 300. Ich dachte 300 passt da rein. Wie viel passt denn da rein? 960%. Das ist, da passt einiges rein, Freunde. Da passt doch tatsächlich einiges drauf. Was ist denn los? Hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass da jetzt doch so wird. Ich dachte 300. Da passen 1500 rein, oder was? Tatsache, da passen 1500 Korn rein. Ja, leck mich doch. Krass. Tatsache, 1500 Korn passen da. Das ist ja heftig, ey. Ah, was. Krass. Okay, gut. Dann halt eben so. 465 ergeben die. 490. 500. Ja, so ungefähr. So ungefähr 500 pro Feld. Na, das ist doch super. Was will man denn mehr? Du sagst, also, na, so 400, so 480 rum, hä? Im Durchschnitt, so 480. Ja, also knapp 500. Das ist doch eigentlich, ist das doch super. Da gibt es doch eigentlich nichts zu meckern. Okay. Gut. Alles klar. Ich meine, es könnte jetzt schlimmer laufen. Jetzt fängt das wieder an. Dieses Handy, ne? Nee, ich nehme irgendwas auf. Dauernd geht dieses Handy. Furchtbar. Okay. Ja, tatsächlich. So 450 bis 500 ist so. Sind so die Werte. Also so. Ja, so 480 rum. Sehr schön. Gefällt mir. Das brauchen wir gekippt. So, alles klar, ne? Work, 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 work. Da haben wir schon mal 12, die wieder weg können. Sehr gut. Guck mal hier, die Steinstraßen werden auch so ein bisschen weitergebaut. 23 und 44 Gräber und 86 Mitglieder sind es immer noch. Sehr schön. Wir brauchen dringend die zweite Schule. Wir haben zurzeit 16 von 20 möglichen Schülern, die wir aufnehmen können. Wäre schon schön, wenn das mehr wären, die wir aufnehmen könnten. Wäre natürlich auch schön, wenn es jetzt mehr Schüler wären schon. Wenn es jetzt schon 20 wären, oder sagen wir mal 19, dass wir wenigstens noch einen auf Reserve haben, einen Platz. Bis das Ding hier fertig ist. Naja, okay. Jetzt hängt mir wieder hier das nächste ins Bild. Meine Güte. Okay, du bist fertig. Ja, Hospital, Krankenhaus und Schule kriegen wir auf jeden Fall fertig. Super. Läuft auf jeden Fall. Läuft. Ach ja, die Musik ist schön. So, ciao. Der Rest, der jetzt noch steht, geht jetzt eh kaputt, weil es wieder anfängt zu schneien und es sind wieder minus 1 Grad. Gut, das hat nicht so ganz funktioniert, ne? Hier unten ist nichts drin. Naja, so ein bisschen was. Ja. Hätten vielleicht doch diese Cards wegmachen sollen, aber ist egal. Educated, 100%. Clothed, 100%. Ja, geil. Wir haben 100% Bildung. Das hat bisher kein Staat dieser Welt geschafft. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Und alle sind angezogen. Ne? Ist doch super. Läuft, Freunde.
Was willst du da groß sagen? Da steht immer so ein Scheißeimer rum. Das ist doch nicht wahr. Da steht wieder so ein Scheißeimer rum, oder was? Das ist doch blöd. Wir machen die hier mal wieder weg. Ciao. Sehr gut, Schule ist fertig. Also zum Bauen. Zwei. Wir brauchen 4 Bauarbeiter für die beiden Gebäude. Sehr, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ciao. Aber das Essen wird immer und immer weniger. Wir müssen gucken, dass wir wieder mehr Essen reinkriegen, Freunde. Es sind nur noch 9500 Essen. Das ist nicht viel. Das ist ein bisschen scheiße, möchte ich zugeben. 8. Ach so. Work an. Entschuldigung. Ja, blöd. Ja, Freunde. Wir brauchen ein bisschen mehr zu essen wieder, ne? Da hilft ja nichts. Machen wir mal hier noch 4 mit rein. Okay, die Cards kommen ja dann so weit weg. Da steht jetzt wieder so ein Ding rum. Das ist natürlich auch super. So. Wir können ja natürlich noch ein bisschen was an Feldern anbauen. Ist gar kein Problem. Machen wir hier nochmal 7x10. Machen wir hier nochmal 7x10. 7x10. Was mache ich denn? So, hier noch eins. 10x7. So. Born. Die sind noch nicht fertig. Hier kann ich überall Work auch wieder anschalten. Klicker, 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 Klicker. Und dann klicken wir noch da und daneben. So. Oh. Da ist scheinbar jemand gestorben und wir haben niemanden, der den ersetzen kann. Doch, haben wir. Achso, jetzt ist nur noch einem kalt. Ja, das ist nicht das Problem. Der kann sich ja einen Platz suchen. So, 87 Mitglieder, sehr schön. 17 Schüler, 17 Kinder, 53 Erwachsene. Läuft. Läuft gut auf jeden Fall. Eier werden auch immer mehr. Wolle, naja, noch nicht so, würde ich sagen. 6 von 9 Schafen. Da ist ein kleines. Da. Und. 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 Ach, da. Da. Okay, es sind 6 von 9 Schafe immerhin schon. Hey, also langsam. Der Rindertyp könnte bald mal auftauchen, ne? Jetzt sind wir schon wieder in der Ecke her. Tauch mal auf, mein Junge. Tauch mal auf da. Kann ich. Passieren nochmal eine 10x15 dazwischen? Tatsache. 10x16 sogar. War eigentlich nur 10x15, aber ist egal. Komm hier 10x15. Nein. Das war doch dumm. Andersrum, Entschuldigung. Ich bin ja immer so Perfektionist, weiß ich, will das dann wieder so zur Straße gerichtet haben, dieses. Ja, das Ding da. Können wir auch so machen, komm hier. Papp. Hin damit. Okay, da kommen noch 2 Felder dazu. 3 Felder sogar. Da sind wir bei 26, 28, 30. 30 Farmer brauchen wir. 30 Farmer sind ziemlich viel. Möchte ich zugeben. Und wir brauchen ja auch noch einen Lehrer und wir brauchen dann hier noch so einen Arzt. Kleriker heißt es ja, glaube ich, ne? Cleric, also Kleriker. Ein Arzt halt. Jemand, der da Tinkturen zusammenmixt und die Leute wieder gesund macht. So, das Ding ist zu 70% fertig. Das noch nicht. Da haben sie aber noch nicht angefangen. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Okay. Gut, Nahrung werden wir jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr reinkriegen. Also hoffe ich zumindest. Jetzt juckt es mir an der Nase. So. Ihr dürftet nicht gar nicht so viel einfahren, ne? Weil es ja kaum Wald da eigentlich. Ne? Ist schon doof eigentlich. Ist schon blöd eigentlich. Aber was soll's. Naja. Können wir da noch was machen? Können wir da was reinpacken? Eigentlich ja nicht. Wir können noch ein paar Herbs dazu packen, aber die können wir ja auch nicht verticken irgendwie großartig. Hidecodes. Können wir jetzt auch nicht auf 50 hochstocken, weil dann stehen wir auch doof da. Wir können das hier mal auf 350 hoch machen. Klemmen wir nochmal 100 davor, die haben wir sogar fast hier drin. Das ist also gar kein Problem. Sehr gut, jetzt wird da auch angefangen. Das Ding ist zu 71% immerhin schon fertig. Da ist gerade wieder einer gestorben. 25 von 44 Gräbern. Der Friedhof wird langsam voll. Die erste Generation stirbt echt langsam aus, ne? So die allererste Generation ist schon so gut wie weg eigentlich. Unsere Gründergeneration, das sind schon wieder 20, also 19 Hühnchen und da sind schon 16, okay. Ach, guck mal, wer da angepaddelt kommt. Mit seinem alten Ruderboot. Sehr schön.
Das freut mich. Geht der Fluss eigentlich durch irgendeinen See? Nee, ne? Nö, gar nicht. Okay. Jo, komm mal rangepaddelt, Minjung. Komm mal rangepaddelt. Da können wir mal gucken, was du mit hast. Hoffentlich hat der Typ Rinder mit. Das wäre mir sehr lieb. 18 Schüler. Wir müssen die Schule fertig machen. Und zwar dringend. So, ist der Merchant jetzt bald mal da, oder was? Sofort. Sehr schön. Ich finde das niedlich, wie die ganze Zeit auf dem Fluss rumpaddeln. Ja. Dinge, die wir auf jeden Fall brauchen. Werkzeug. Na super. Ja, ciao. Tut mir leid, aber brauchen wir nicht. Tut mir echt leid, aber bringt uns nichts. 6 Schafe. Geil eigentlich, ne? Ich muss zugeben, ich krieg voll Bock auf Anno jetzt. So Anno 1503. Könnte ich jetzt echt zocken. Muss ich zugeben. Könnte ich jetzt zocken. Das wäre jetzt geil. Ich glaube, das nehme ich nachher noch auf. Anno 1503. Doch, da habe ich jetzt Bock. Da habe ich jetzt Bock zu. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf gerade. Da habe ich jetzt richtig Bock zu, weil Anno, also wirklich Anno 1503, ne, ist schon geil einfach. Ist schon geil. Ach ja, die guten alten Anno-Zeiten, ey. Boah, wie lange ist das her, dass ich das Spiel das erste Mal gespielt habe? Wirklich. Boah. Okay. Was können wir denn jetzt noch großartig machen? 600 Feuerholz, auch nicht mehr so viel, ne? Brauchen wir vielleicht auch nochmal einen dritten Holzklopfer. Die Felder da oben sind auch noch nicht fertig. 1 von 8, 1 von 4. Naja, immerhin. Die Dinger werden, naja, auch bald mal endlich auseinandergenommen. Vielleicht, möglicherweise. Wie viele freie Arbeit haben wir denn eigentlich? 13. Machen wir hier mal. Machen wir das mal. So. So machen wir das jetzt einfach mal. Taylor 54. Die Frage ist, was setzt sich das zusammen? 24 Wolle müssen dann theoretisch dementsprechend 30 Leder sein. 6 Leder und hier nochmal. Ja, setzt sich genau daraus zusammen. Okay. Okay. Wir machen mal hier die Premium-Klamotten quasi. Ich denke, das ist okay. 20 von 25 Hühnern. 17 von 25 Hühnern, also funktioniert auf jeden Fall. Die Pläne gehen bisher ganz gut auf. Abgesehen vom Essen, das immer weniger wird, funktioniert das soweit tatsächlich. Wir müssen dringend an mehr Essen kommen, ne? Das wäre fantastulös. Fantastulös wäre das. Das Ding könnte es auch noch fällig. Ein Teacher bitte. Das Ding könnt ihr jetzt auch noch fertig machen. Wenn das Ding fertig ist, hören wir auch mit der Folge dann auf. Ah, guck mal, hat sogar so einen Anschluss gleich an die Straße. Sehr schön. Ja, Nomaden sind noch keine da. Die werden aber wahrscheinlich nicht lange auf sich warten. Ich weiß es gar nicht. Ich müsste eigentlich echt mal nachgucken, ab wann Nomaden auftauchen können. Weil ich es echt nicht weiß. Es tut mir leid, ich weiß es echt nicht. Ich finde die Stadthalle so schön. Muss ich zugeben. Ich find die geil. Ich mag die. Ich mag diese Stadthalle. Ich finde die sieht einfach geil aus. Ich weiß auch nicht. Die sieht einfach nur geil aus. Muss ich einfach mal so zugeben. Muss ich einfach mal so sagen. Ja, Freunde. Macht das Ding mal fertig da. Ja, ist ja fast fertig. Sehr gut. Dann kommt da gleich noch ein Arzt rein. Und dann ist okay. Sehr schön. Da haben wir dieses Wochenende wieder eine Stunde und 10 Minuten banished, quasi. Ja, ein bisschen mehr müsste es sogar sein. Wenn ich mich nicht täusche. Und fertig. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. Okay. Das ist quasi unser neuer Stadtkern, so mehr oder weniger. Also, Stadtkern trifft es eigentlich noch nicht so. Da müssten hier überall noch Steinhäuser drumherum und so und voll der Luxus und alles. Steinhäuser können wir vielleicht nächste Folge mal angehen. Da können wir vielleicht die beiden zu Steinhäusern ausbauen. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen können. Das würde ich aber gerne. Das müssten wir eigentlich im Sommer durchziehen. Aus dem einfachen Grund, wir haben keine freien Häuser, wo die. Das Haus steht sogar frei. Das aber nicht. Also, das können wir auf jeden Fall ausbauen. Da müssen wir mal gucken. Andererseits, wir können das auch einfach mal abreißen und können dann gucken, welches Steinhaus wir genau da hinsetzen wollen. Ciao, Haus.
Okay, ich würde jetzt aber sagen, ne, jetzt sehen wir uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche und treibt mir keinen Unsinn. tschüss.